Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video in diesem neuen Jahr. Und jetzt geht es um das Thema, wie du es hinbekommst, in deinem Dienstleistungsbusiness Platz zu schaffen, um einen Teil zu automatisieren. Ich kriege nämlich sehr oft die Frage, Chris, ich habe doch eine Dienstleistung, ich liebe One-on-One. Wieso soll ich überhaupt einen Kurs machen, beziehungsweise wann soll ich das eigentlich schaffen? Und der Sinn der Tatsache, dass wir ein automatisiertes, elegantes Online-Business haben, entschuldigt den Teil hier, das liegt an der blauen Blocking-Brille, ist ja, dass wir mehr Zeit haben wollen. Das heißt nicht, dass wir sagen müssen, ich will nie wieder Kontakt zu meinen Kunden haben, ich möchte nie wieder One-on-One-Kunden haben, sondern das heißt nur, dass wir einen Teil automatisiert haben wollen. Denn jeder, der eine Dienstleistung hat, und ich hatte selbst meine Agentur und habe auch nach meiner Marketingagentur noch eine Brandingagentur gegründet, von daher weiß ich, dass das natürlich erstens sehr viel Spaß macht, aber dass man irgendwann auch in so einen Kreislauf gerät, dass man denkt, okay, ohne die Dienstleistung geht es ja gar nicht, weil das ist tatsächlich im ersten Blick schneller verdientes Geld, als erstmal sich hinzusetzen und einen Kurs zu konzipieren. Und deswegen wollte ich heute mal ein bisschen drüber sprechen, um auch so ein bisschen die Geheimnisse zu zeigen, wie ich das gemacht habe ganz am Anfang und wie es unsere Mipreneure aktuell machen. Das heißt, du überlegst dir, du hast ja wahrscheinlich verschiedene Baustellen in deiner Dienstleistung, ne? Und überlegst dir einfach, was sind die Dinge, die dir zum einen am meisten Spaß machen, aber die auch deine Kunden am meisten von dir verlangen, von dir wollen. Und dann überlegst du, ob es da ein Muster gibt, was du sehen kannst, was immer häufig gefragt wird. Zum Beispiel, du machst Webdesign und du machst Webdesign und bist auf WordPress spezialisiert und hast dich vielleicht auch noch speziell auf ein bestimmtes Tool, mit dem du arbeitest, ne? Auf einen bestimmten, weiß ich nicht, Page Builder. Und du merkst aber, dass deine Kunden dich nicht einfach nur fragen, um zu sagen, hey, mach mir bitte mal meine komplette WordPress-Webseite, sondern sie wollen die meiste Zeit, dass du ihnen eine Sales-Page machst, ne? Eine Sales-Page, die idealerweise noch zu 30, 40, 50 Prozent eine Conversion-Rate aufweist. Das heißt, damit bist du nicht mehr nur Webdesignerin, sondern bist du ja auch schon in den ganzen Sales-Part. Aber das ist, glaube ich, etwas, wo viele sagen werden, oh, das ist viel, das ist kompliziert, da muss man einen richtigen Aufbau erkennen können. Deswegen Sales-Page lagere ich mal aus. Alles andere bei WordPress mache ich vielleicht sogar selber. Oder wenn sie auch sagen, mach mir die komplette WordPress-Seite, du weißt, dass diese Sales-Page etwas ist, was viele einzeln anfragen. Dann könntest du dir jetzt überlegen, okay, wenn ich so eine Sales-Page aufsetze als Dienstleister, kann ich denn in irgendeiner Weise etwas, einen Prozess sehen, den ich immer wieder mache? Zum Beispiel, ich spreche erstmal mit dem Kunden und frage bestimmte Fragen, um herauszufinden, wie der seine WordPress-Seite eigentlich aufbaut oder was der da sich von erhofft, etc. Oder ich gebe dem Kunden eine bestimmte Aufgabe. Das heißt, er muss mir zum Beispiel Passwörter geben, Fotos zur Verfügung stellen, Schriftarten nennen, etc. Also gibt es Aufgaben von diesem Teil, der oft gefragt wird, sprich Salespage mit WordPress erstellen, in einem bestimmten Theme-Builder von mir aus sogar, die du deinem Kunden wieder immer wieder auf den Weg gibst. Also du brauchst von jedem Kunden das, du fragst jeden Kunden das. Und das schreibst du einfach einmal runter. Und das ist schon der erste Teil, den du ein bisschen automatisieren kannst, indem du mich jetzt sagst, auch wenn das rein theoretisch eine Dienstleistung ist und du willst die niemals zum Kurs machen, was wir gleich tun werden, kannst du dir hier überlegen, wie kannst du bestimmte Bausteine dieser Dienstleistung herausfiltern und aufschreiben, sodass du weißt, dass die immer wieder abgefragt werden. Also was sind Bereiche, Dinge, Fragen, Aufgaben, die du immer wieder machst, um so eine Art System in diesen Prozess reinzukriegen. Und wenn du das getan hast, hast du schon mal viel erreicht, weil du kannst dann einen Teil dieser Dienstleistung automatisieren. Und damit schaffst du schon Platz für deinen Kurs. Das heißt, du konzentrierst dich jetzt eine Zeit lang darauf, dass du in deiner Dienstleistung den Fokus darauf setzt, das anzubieten, was die meisten Leute wollen, sprich Sales Page. Das wird sozusagen dein Paket, dein Bestseller. Und dann machst du es aber nicht so, dass du jedes Mal wieder den Kunden einzeln anrufen musst und mit dem Kunden einzelne Sachen besprechen musst und dem Kunden eine einzelne E-Mail rausschicken musst und aufschreiben musst, einzeln, was du alles von ihm brauchst, sondern du legst dir für alles Templates an und die kannst du auch automatisieren. Sprich, sobald dein Kunde ist und gezahlt hat, kriegt er automatisch eine E-Mail, wo drin steht, ich brauche das und das und das von dir bis zu dem und dem Datum. Dann geht wiederum automatisch raus an dem und dem Datum, wenn es nicht gekommen ist, ich brauche das und das, sonst können wir nicht zusammenarbeiten. Dann hast du vielleicht in Google ein Dokument erstellt, wo genau aufgelistet ist, was du von demjenigen brauchst mit den Deadlines dahinter. Und dann geht zum Beispiel während des Projektes, machst du gleich, das ist auch so ein kleiner Tipp von mir, dass du die Deadlines sofort mit dem Kunden abstimmst und dann auch sofort sagst, hey, du hast jetzt nicht ständig Zeit,
mir zwischendrin Sachen zu schreiben, mir zwischendrin noch Anfragen zu stellen, sondern wir machen ein vernünftiges Briefing und dann verabreden wir uns zu einem Meeting. Und in diesem Meeting werden wir intensiv kurz daran arbeiten, während der Umsetzung. Das heißt, ich habe ganz oft erfahren, dass man, gerade wenn es so grafische Sachen sind, dass man Sachen umsetzt und dann später dem Kunden das zeigt, der Kunde ist total unzufrieden. In dem Fall war ich tatsächlich immer der Kunde, war immer total unzufrieden. Und das könnte man anders aufsetzen, indem man sagt, ich mache Vorbereitung, ich mache mir Gedanken, dann machen wir ein erstes Arbeitsmeeting, eine Stunde, wo wir gemeinsam zum Beispiel auf Zoom uns treffen und ich setze erstmal meine ersten Ideen um, parallel dazu, dass du schon da bist, damit du mir genau sagen kannst, das soll dahin, das soll dahin, das soll dahin, während ich das umsetze. Das heißt, du musst nicht die ganze Arbeit leisten und danach kommt jemand und sagt dir, es ist total das Gegenteil von dem, was ich wollte, sondern du fängst an, mit dem Kunden gemeinsam etwas zu arbeiten, dann kann er dir schon so ein bisschen sagen, worauf er achtet, was ihm wichtig ist und dann machst du nachher den Feinschliff. Was du auch machen kannst, ist so eine Art Slack-Meeting einbauen. Ich weiß nicht, ob du Slack kennst, das ist ein Kommunikationstool, so ähnlich wie WhatsApp, so ein Unternehmenskommunikationstool. Mittlerweile nutzen wir ein anderes, aber mit Slack ist so ein bisschen der Marktführer. Dann sagst du, wenn wir diese Dienstleistung ausgemacht haben, gibt es ein Slack-Meeting. Das heißt, du verlangst von dem Kunden, dass er zu einer bestimmten Stunde am Tag oder mehrere Stunden in einer Woche verfügbar ist und dann kannst du ihm während der Zeit Fragen stellen, Images rüberschicken, Status rüberschicken und dann kann er dir sofort Feedback geben. Das ist viel einfacher, als zu sagen, ich schicke eine E-Mail, dann muss ich auf Antwort warten, dann müssen wir uns ein Telefongespräch ausmachen etc. Und diese ganzen Sachen vorab schon festlegen, sodass dein Kunde weiß, okay, an dem Zeitpunkt, zu dem Datum, zu der Uhrzeit, treffen wir uns und machen ein Slack-Meeting oder machen so ein Coworking oder so eine Work-Session parallel, dass ich genau weiß, was dem Kunden wichtig ist. Und wenn du das getan hast und wirklich auch ausgerechnet hast, was du mit dem Hauptprodukt verdienst, dann hast du Zeit für deinen Online-Kurs, deine Dienstleistung. Und tatsächlich könnte zum Beispiel in dem Fall ein Online-Kurs sein, wie baue ich meine Sales-Page mit WordPress und einem bestimmten Tool / Page-Builder etc. auf. Und dann kannst du immer noch sagen, hey, guck mal, das ist mein Kurs, das kostet so und so viel Geld, entweder machst du es selber oder wir machen es gemeinsam, aber das sind meine Bedingungen, weil ich ganz, ganz viel verschlankt habe, automatisiert habe, damit ich dir das beste Ergebnis liefern kann. Und so kannst du dann sagen, du nimmst vielleicht im Monat noch für, weiß ich nicht, 1.500 Euro pro WordPress-Seite oder WordPress-Sales-Page, die du erstellst. Das kostet dich vielleicht einen Tag Arbeit mit einem halben Tag Abstimmung noch, also fast anderthalb, zwei Tage Arbeit, 1.500 Euro, was noch günstig ist, aber nimmst du 1.500 Euro und dann sagst du, ich brauche 10 von diesen Aufträgen im Monat, damit ich mein stabiles Einkommen habe. Das heißt, du arbeitest dann 11, 12 Tage im Monat, weil du wirst ja immer noch mehr automatisieren können, besser machen können und den Rest hast du Zeit tatsächlich für dein Business oder beziehungsweise dein Online-Kurs-Business und kannst das dann aufbauen. Wichtig ist nur, du musst diesen Mindset-Shift machen von ganz, ganz vielen unterschiedlichen Produkten, um jeden Kunden glücklich zu machen. Ich weiß noch am Anfang, wie das bei mir war, wenn mich irgendjemand gefragt hat und gesagt hat, ich brauche das Produkt oder ich würde gern das und das haben, habe ich sofort mich hingesetzt und manchmal nur gedanklich, aber sehr oft tatsächlich auch wirklich irgendein Produkt mir aus den Fingern gezogen und erstellt, obwohl vielleicht ein oder zwei Leute das wollen. Und das ist überhaupt nicht sinnvoll. Ich habe alles runtergekürzt. Ich habe von 10 Online-Kursen, die eigentlich alle ganz gut gelaufen sind, alles runtergekürzt auf ein Programm und mit 3 verschiedenen Leveln, was aber auch in Zukunft weiter runtergekürzt wird. Und das ist eigentlich das Geheimnis. Also versuch dich auch in der Dienstleistung auf eine Sache zu konzentrieren. So haben wir es auch gemacht. Meine Branding-Agentur hat eine einzige Dienstleistung, einen einzigen Consulting-Day angeboten. Für den habe ich 30.000 Euro bekommen. Das sind für mich 2 bis 3 Tage Arbeit gewesen. Und das war's. Super genial. Hat super Spaß gemacht. Aber jetzt geht es wirklich in diese Online-Trainingsprogramm, Online-Education-Richtung alleine. Das ist mein Tipp, weil du brauchst die Zeit, mental dich darauf einzustellen, dass du von den Kunden weggehst in eine Gruppensituation und von dem Einzelcoaching versuchen wirst, viele voranzubringen und viele zu erreichen und mit den Möglichkeiten, die du hast, den größtmöglichen Unterschied zu machen und die größtmögliche Transformation zu ermöglichen. Wenn du Fragen dazu hast, wie du deine Dienstleistung automatisieren kannst, wie du deinen Online-Kurs auf die Beine stellen kannst, dann schau dir gerne mein Training an unter www.mipreneur.de/training oder schreib mir bitte auf Instagram eine DM, eine Direktnachricht unter mipreneur_gmbh. Und schreib einfach, lass mich überlegen, Dienstleistung. Dann weiß ich Bescheid, dann können wir uns austauschen, habe ich vielleicht noch so ein paar Tipps für dich. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wir sehen uns in einem nächsten Video wieder. Diesmal nur einmal die Woche. Ich muss mich wirklich beherrschen, weil eigentlich liebe ich es, den ganzen Tag Videos zu machen. Aber nein, einmal die Woche. Und abonniere gerne meinen Kanal, wenn du da bleiben willst. Und ansonsten.